So, jetzt haben wir die Renegades am Start. Eines meiner Lieblingsteams jetzt aus der neuen NALCS-Season und rund um EU-Starspieler Alex ich aufgebaut. Geschafft haben sie das den harten Weg durch die Challenger-Series, unter anderem mit Toplaner AF Legendary. Der war früher vor allem als Streamer bekannt und ist jetzt schon eine ganze Weile in der Challenger-Series unterwegs. In dieser Challenger-Series war er dann mehr auf teamunterstützenden Toplaner wie zum Beispiel Maokai, Shen oder auch Ken unterwegs. Und ich denke, so wird sich sein Playstyle auch in der LCS einpendeln. Mehr sichere Champions, die immer nützlich sind, denn ich glaube, der Team Fokus bei Renegades wird eher auf der Midlane und auf der Botlane liegen. Im Jungle haben wir Crumbs, der ist seit 2011 in der Pro-Szene und jetzt 3 Jahre, also seine längste Zeit, bei Team Dignitas Shotcaller gewesen, bevor er dann im Sommer 2015 zu damals noch Misfits, jetzt Renegades, gewechselt ist. In seiner letzten Zeit bei Team Dignitas hat er keine sonderlich beeindruckenden Leistungen geliefert, trotzdem galt er früher als ein Top-Jungler und vor allem seine Rexa ist ziemlich gefürchtet und ich denke, mit seiner Erfahrung und seinem Shotcalling ist er hier ein ziemlich guter Grundstein für die Renegades. In der Mitte haben wir Alex ich. Genauso wie Crumbs schon seit 2011 in der Pro-Szene unterwegs, seine legendärste Zeit wahrscheinlich bei Team Moscow 5 gehabt, dort fast die Worlds gewonnen in Season 2, galt als eines der stärksten Teams auf der ganzen Welt, haben EU einfach nur so weggestompt. Aber die Tage sind leider Geschichte. Seine letzten Monate bei Gambit waren nicht unbedingt von sonderlich viel Erfolg gekrönt. Und danach hat er es auch ein paar Monate lang noch in der Challenger Series probiert, in EU vor allem. Da ist es auch nicht ganz so gut gelaufen. Mit NIP gab es da ein paar unschöne Dinge. Und man darf ja nicht vergessen, er ist Familienvater, er hat eine Frau, muss sich da also um die Dinge nochmal kümmern. Hat es jetzt in NA aber anscheinend ziemlich gut, fühlt sich da wohl und performt auch wieder richtig gut in der Challenger Series. Hat man auch gesehen, als er TDK fast schon im Alleingang in die LCS befördert hat, denn bei denen hat er für das Promotion-Match ein bisschen ausgeholfen und ich denke, er ist jetzt inzwischen wieder heiß. Er will mit den Renegades jetzt richtig durchstarten. Er war auch kurzzeitig ein Top-Laner, jetzt ist er wieder ein Mid-Laner, hat aber immer noch gute Mechanics in der Mid-Lane, sein Champion-Pool ist groß, er passt sich immer der Meta an und ich denke, eventuell könnten wir hier wieder den Aufstieg von Alex ich erleben. Neuer AD-Carry für die Renegades wird Freeze sein. Freeze ist jetzt im letzten Jahr zusammen mit den Kopenhagen Wolves abgestiegen, hat aber in der LCS trotzdem immer gute bis beeindruckende Leistung geliefert. Er ist mit Forgiven einer der wenigen AD-Carries, der auch immer mal wieder Bans auf sich zieht. Vor allem sein Draven wurde ziemlich oft rausgenommen, aber auch seine Kalista ist gefürchtet. Und trotz seiner schwachen Team-Performance war er eigentlich immer ein Top-AD-Carry in Europa und ich denke, in NA will er das Ganze jetzt auch nochmal beweisen. Komplettiert wird das Roster von Supporterin, ja, Supporterin Remilia. Sie ist bisher die erste und auch einzige Frau in der LCS und hat sich auch einen Namen mit ihren sehr, sehr guten Thrash-Mechanics, wie so viele Supporter gemacht. Und sie ist auch so ein bisschen wie Hillisang von den Unicorns. Alles, was einen Skillshot hat, mag sie sehr gerne. Thresh, Morgana, Braum sind alles Champions, die ihr sehr gut liegen. Ich muss jetzt aber wirklich ganz ehrlich hart sagen, ich glaube, wenn sie keine Frau wäre, dann würde es etwas weniger Wirbel um sie geben. Ja, sie ist gut, keine Frage. Sie wird wahrscheinlich LCS-Kaliber sein, aber ich glaube nicht, dass sie einer der besten Supporter sein wird. Außerdem gibt es bei ihr noch eine weitere mögliche Problemquelle und zwar wollte sie eigentlich, als sie sich mit ihrem Team für die LCS qualifiziert hat, aus dem Team liefen und gar nicht in der LCS spielen. Begründet hat sie das, weil sie nicht im Rampenlicht stehen möchte und ihr der Fame einfach nicht bekommt. Jetzt hat sie sich zwar dafür entschieden, aber das Problem könnte eventuell immer noch bestehen und Einfluss auf ihre Leistung haben. Hoffen wir es mal nicht. Und ja, sollte dieses Problem nicht bestehen und Freeze genauso gut performen, wie ich es von ihm erwarte, außerdem AF Legendary noch ein bisschen besser werden und generell die Teamsynergie stimmen, dann denke ich, könnte Renegades hier wirklich einen ziemlich guten Split hinlegen. Meine Stimme haben sie, ich bin Fan von ihnen, aber realistisch gesehen, wie gesagt, AF Legendary ist ein kleiner Schwachpunkt, würde ich sagen, gerade gegen andere Toplaner wie zum Beispiel Darshan, wie Huni, wird er es schwer haben und wie gesagt, bei Remilia ist dieses Fragezeichen mit dem Lampenfieber noch da. Hoffen wir mal, dass es keinen Einfluss auf ihre Performances hat, denn wenn nicht, dann denke ich, kann man im nächsten Split mit den Renegades auf jeden Fall rechnen.